Moin Moins. Bei Genesis. Oh. Ah. Ihr Viecher. New materials have been refined. Wo sind sie? Unterirdisch? Einer ist doch noch hier irgendwo. Ah. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Moin Moin erstmal. Alter. Mann, oh Mann. Kannst du überall Geschütze aufstellen. So, wo wollte ich erstmal hin? Ich wollte erstmal in den Turbolift. Turbolift. Erste Ebene, bitte. Weil hier dürften ja eigentlich auch keine Lebewesen hinkommen, weil hier eigentlich nur Menschen oder Unterkünfte sind. Turbolift. Und hier ist jetzt die... Ach so, ein Lager. Wie sieht so ein Lager nochmal von innen aus? Ganz langweilig. Lounge. Das ist auch wieder so gut verwinkelt, dass sich die Aliens richtig wohlfühlen könnten. New materials have been refined. So, ein bisschen geheilt. Das könnte man echt so lassen, so also schönen Ausblick. Ist cool. Hier oben könnten noch mehr Fenster sein. Ah, da sehen wir halt die Unterkünfte. Das muss der Biotank. Ne, das Klonlabor. Ne, die Biotanks. Genau, da müssen wir noch was von bauen. Und von diesen Dingern da hinten auch, diese Treibhäuser. Oh, das ist Beleuchtung. Schade. Ich glaube, da müssen wir noch so ein Ding dran machen. Das ist cool, das Teil. Das gefällt mir. Kann man sich auch hinsetzen? Schade. Gut, haben wir das auch mal gesehen? Bin zu schade, dass da keiner rumlungert, aber ist auch an einer Stelle gebaut, wo nichts ist. Ne? So. Und New materials have been refined. Genau. Wir springen jetzt nochmal zum Händler. Eisenstein, Händler Eisenstein. Wir sind ja die Stahlunion. Und Energie. So, das ist aber ein komisches Schiffchen, was du hast, mein Freund. Aber er hat zwei Treibhäuser. Was ist das denn da an der Seite? Das untere, das Ding da, wo ich drauf zeige. Kenn ich auch gar nicht, das Modul. Was? Nicht verkehrt. Gucken wir mal, was er zu bieten hat. Ist auf jeden Fall kein Mensch, ja? Was hast du denn? Oh, der hat Kupfer. Hyperantrieb. Beamstation. Schnellreise von einer Station zu einer anderen. Sehr nützlich auf großen Schiffen. Cool. Gibt es auch. Können das dann auch die Gegner benutzen? Also eigentlich das ganze Kupfer würde ich schon mal haben wollen. Hypertriebwerk. Aktiviert das Hypertriebwerk, um entfernte Teile der Galaxie schneller zu erforschen. Was könnten wir hier erstmal abgeben? Okay, das ist Wert 1. Wert 4 ist Gold. Kupfer ist sehr wertvoll. Das heißt, wir machen jetzt echt miese, oder was? Warum habe ich nur 10 Lithium? Schwefel konnten wir auch für irgendwas gebrauchen. Scheiße. Ach, dann scheiße ich hier drauf. Dann nehme ich lieber das hier, damit wir vielleicht besser erkunden können.
ein Kupfer habe oder null. Das bringt mich nicht weiter. Vielleicht hilft dir diese Blaupause. Muss ich die jetzt selber anbauen? Na gut, hier hinten haben wir nichts. Hilft uns echt nicht weiter. Wir sind jetzt ganz unten links, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Planet erforscht. Kritisch. Aha. Planet erforscht, Gefahr, Sonnenstürme. Ach, Sonnenstürme, da kommen wir gerade nicht rein. Dann gehen wir mal zum nächsten. Aha, hier haben wir wieder Fundorte. Wir haben Eisen, Schwefelerz können wir jetzt auch gebrauchen. Kupfer. Kupfer! Kupfer! Kupfer ist geil. Aluminium wäre jetzt noch geiler. Aluminium haben wir aber gar nicht. Okay. Gut. Hier können wir aber erstmal wieder ernten. Bin ich denn gerade? Ich bin gerade wieder verwirrt. Nee, ich wollte nochmal zur Werkstatt. Wo war die? Das war Lager. Werkstatt. Energiezellen. Achso, die kann man doch selber bauen. Achso. Habe ich letztes Mal... Ich weiß, ich habe dem Montro geantwortet. Es gibt, man kann solche Kisten, wie gesagt, einsammeln. Oder finden, das gibt 5% auf irgendwas. Das kann man dann, wenn man halt nicht das Tutorial spielt, sondern ein anderes Spiel quasi macht, aufmacht, dann kann man sich solche, ja, Artefakte noch zusätzlich geben, um sich zu verbessern. Landungsschiffgeschwindigkeit. Boah. Kann ich das jetzt hier entdecken? Muss ich jetzt... Nee, mich nicht. Verteidigungsanlagen, Energiebarriere. Aha. Laserpistole, Schrotflinte. Kostet 3 Lithium. Schwefel. Oh! Energiebarrieren baue ich mal 2. Processing. Die halten halt nur 600 Punkte den Gegner auf. Aber. Access granted. Vielleicht kann man die nämlich hier noch irgendwie sicherer, damit alles sicherer machen. Ich glaube, meine Freunde kommen raus, ne? Nur der Gegner nicht. Ich habe Angst, dass der Gegner quasi hier in das andere System, in den Bereich kommt und mein Schiff schadet. Das wollen wir natürlich verhindern. So, von hier können sie wahrscheinlich... Haben sie denn hier das Depot? Okay. Hier machen wir... Oder wir schließen das hier ein. Ich weiß nicht, ob sie daran vorbeikommen. Mal gucken. So, dann müssen wir irgendwie hier mal wieder rauskommen. Traktorstrahl ist schon mal nicht verkehrt. Männer. Hier, Kupfer und Eisen, ihr habt zu tun. Hangar. Wir wollen. Erstmal holen wir uns hier die 2 Fundorte. Harvester Destination set. Alle Mann rein. New materials have been refined. Launch sequence activated. 9 launch sequence activated. 7, 6, 5, 4. Hallo, 3, kommt hier mal? 2, 1, 0. Launch sequence activated. Wenn die Fundorte nicht wären, ich glaube, mittlerweile können wir sie auch selber da irgendwie runterschicken. Das geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir jetzt mal mitgehen. Ich weiß bloß nicht, ob sie da auch selbstständig sterben. Das kann ich euch nicht sagen.
Das ist mir noch nicht passiert. So. Was hat dieses große Bumm gemacht? Da hinten ist schon mal was. Das sieht man immer sehr gut, diese großen Schiffe. Manchmal sind hier auch Kisten noch außerhalb. Munitionskisten oder so. Kommt aber hier nicht höher. 60%. Ja, wo kommen sie denn? Taschenlampe wäre echt geil, so noch um alles her zu machen. Da kommen sie. All phases complete. So, was haben wir? Irgendwas, das wir besser Pflanzen aufdecken. Ab da dran. Wir müssen aber noch einen Ort scannen irgendwie. Eine Sache müssen wir finden. Bestimmt ein Grab. Irgendwas Kleineres. Was man hier jetzt nicht so sieht auf Anhieb. Da. Munition. Oh, ein kleiner Satellit. Wo hat auch ein bisschen was vom TIE Fighter. So wie der so ein bisschen liegt von der Form. Hört ja mal auf, mich zu nerven. Anzug-Upgrade. Eine Anzug-Upgrade-Ampulle erhöht 5% Geschwindigkeit. Jetzt habe ich schon mal zu voll weg hier. Alle Mann da? Gut. Puh. Ah, die verbrauchen aber ganz schön Biomasse durch, dass sie sich auch heilen, selbstständig. Oh, schnell entladen, ich komme gleich wieder. Wie sieht's hier aus, Jungs? Ich helfe euch mal ganz kurz. Bis mein Schiff entladen ist. Resource acquired. Okay. Jetzt entladen. Wunderbar. Haben wir abgeerntet. Da ist ein Fundort. Nehmen wir den mit einem Einfundort nochmal. Harvester Destination set. Landungsschiff starten. Ich hatte mal außerhalb auch eine Waffe gefunden. Das war damals die Gatling Gun. Das war geil. Hat zwar viel Munition verballert, ne? Aber ich glaube, was brauchte man? Kupfer für Patronen oder so? Das ging eigentlich. Damals im Tutorial. Da hatte ich schon mal gut Kupfer, glaube ich, gefunden. So, da ist schon wieder ein Schiffchen. Ja, die sieht man echt gut. 20%. Eine Kiste zum Sammeln. 40%. Oh, doch hier. Strohmunition. 60%. Deactivating. Accessing Archives. Ach, schon. Uff! Accessing Archive. All phases complete.
Sturmgewehr? Einfach ins Blaue schießen, passt schon. Habt ihr alles, oder? Hier gab es nur einen Fundort, glaube ich, ne? Dann baller ich erstmal die Schrotgewehr-Alarm leer und wenn ich dafür keine Munition mehr habe, dann nehme ich halt das Sturmgewehr. Aber der Planet geht eigentlich. Können wir gut abbauen hier. Haben wir alles? Alter, was ist denn hier passiert, Jungs? Und Mädels. Lass uns mal schnell die abhauen. Na, 1 bis 4 Biomasse. Das ist nicht viel, was wir haben. Die verbrauchen zu viel irgendwie. Kommen ja kaum mit Biomasse hinterher. Ich warte noch ganz kurz. Ich habe mir das Gefühl, manchmal, wenn diese Container angefasst werden, dann kommen die manchmal auch. Oder auch nicht. Mal müssen wir kurz warten, bis der Traktorstrahl abgebaut ist. Ja, Traktorstrahl. Bis, ja, jetzt haben wir kein, hier nichts mehr zum Beamen. Doch hier. Ich meine, bis das Schiff, abgeladen ist. Resource beaming complete. Resources so, das war's. New materials have been refined. Perfekt, jetzt habt ihr nur noch Kupfer. 3, 0. So, jetzt müsste es aber... Wie viel Platz haben wir überhaupt noch? So, Rohstoffe. 37 bis 60. Wir brauchen echt mehr Aluminium. Alu, Alu, Alu. Damit wir uns alle Aluhüte bauen können. So, Männer und Frauen. Team, es geht weiter. Nach Sarkamis. Da gibt es 2 Fundorte und jede Menge Eisen. Upsala. Ach, zerstört. Oh. Was? Oh. Was hat sich so erschrocken? Habt ihr das wieder? Harvester Destination set. 1 von 20, wie haben wir so viel Biomasse bekommen? Tschüss. Leider erkennt man nicht so gut, wer das jetzt war. Der ist jetzt weggeblieben wahrscheinlich. Der war zu spät. Aber sind trotzdem zu dritt. Na gut. Los, Gronkh, Montro und Mathilde. Sammelt Ressourcen. Die hier irgendwie. Die sammle ich mal kurz mit. Das ist ein Pilzplanet. Pilzos Planetos. Oh. Ah. Das sind die Viecher, die ich meinte. Menschen. Die schießen nämlich. Die haben, ich sag mal, es sind Menschen. Oder Klone. Die haben auf jeden Fall... Waffen. Wow. Alter. DK. Ziemlich durchschnittliche Werte, ähnlich wie bei Menschen. Okay. Haben mich aber angeschossen, die Schweine. 20%. Ja, die kannte ich selber noch gar nicht, glaube ich. Die DK.
60%. 80%. Also Monolith. All phases complete. Oh, was ist das denn da oben, Alter? Da habe ich noch gar nicht hochgeguckt. Das ist unser Planet. Nee, es ist nicht unser. Was ist das? Alien-Sichtung. EK, gewinne Erkenntnisse über die Ausbreitung dieser Spezies im Universum. Was ist das da oben? Das ist dann. Ah, die werden so runter teleportiert, wie ich es ja schon meinte. Die Feinde. Das ist denn ihr Schiff. Krass. Die suchen wahrscheinlich auch diese ganzen Fundorte ab, die wir. Nein, das ist. Habt ihr gekillt? Wunderbar. 1, 2, 3. Ihr seid dabei. Hier, Grab. Achso, das andere war vorhin Munition für schweres Kaliber. 60%. Oh, nehme ich auch gerne mit. 80%. Das klingt nach kleinem Zeug. Ah, der Planet ist. Beamstation? Oh! Würmchen! Würmchen! Alle gehen ja. Die ätzen mich nicht so weg. So, von mir aus können wir, wenn ihr soweit seid. Alles voll, perfekt. Das läuft. Das läuft mit euch, Männer. Das läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich komme nicht mehr mit. Freizeit. Der Bau von Freizeitmodulen ermöglicht der Crew, sich schneller von Verletzungen zu erholen. Aha. Mal gucken, ob wir was mitgenommen haben. Oh, sieht gut aus. Was hat man jetzt nochmal eingesammelt? Ich habe es schon gerade vergessen. Resources collected. Oh. Wie viel Biomasse können wir mitnehmen? Allgemein Biomasse ist schon 20 voll, okay. Wir brauchen aber langsam mehr Stromanski. Oh, Reaktoren. Hä? Kann ich nur so ganz blöd dran bauen? Lifeform detected. Jetzt haben wir. Blinkt der wie eine Disco-Kugel. Was ist denn los hier mit den. Im Depot? Depot aus dem Weg. Da ist auch kaputt. Oh! Da war ein Nest oder so. Kackvieh. Immer noch eins unter mir wahrscheinlich. Oh, da war es schon. Scheiße, das ist nur ein Nest. Aber Barriere hält anscheinend. Ey, wir brauchen hier unten noch eine Gatling Gun. Wir brauchen Gatling Guns. Wir brauchen Gatling Guns. Auf jeden Fall diese Abwehrtürme da. Mann, oh Mann, das Depot ist echt immer gefährlich. Resources collected. Lager. Ich müsste bald mal hier einen abstellen. Ich habe keinen Bock, diesen selber zu machen. Sturmgewehr. Schaden pro Minute. Die macht mehr Schaden. Ich versuche noch Munition zu sparen. Lassen wir das erstmal noch. Verteidigungsgeschütz. Processing.
Brauchen wir jetzt wieder Schwefel. Der hätte ich vielleicht nur einmachen sollen. Access granted. So. Schnauze voll mit diesem Kackdepot. War hier nicht ein Geschütz? Haben die das Geschütz kaputt gemacht? Ich habe doch da in der Ecke ein Geschütz aufgebaut gehabt. Diese kleinen Kackviecher. Ich baue die oben hin. So. Vielleicht sollte ich hier auch mal eine Person abstellen, die dann halt diese Viecher bekämpft. So, wir haben jetzt 8 Eisen, 1 Kupfer. Schwefel brauchen wir auch wieder. Uran. Ich habe noch keine Ahnung, was wir mit Uran machen sollen. Salpeter, Iridium habe ich noch nie gefunden. Platin und Gold auch noch nicht. Aluminium ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So, wie kommt ihr mit dem Beam voran? Ihr macht nichts. Ihr faulen Schweine. Na gut, ihr habt eure Arbeit getan. Schwefel, Uran. Dann würde ich sagen, schicken wir die nochmal. Hangar. Ihr dürft da selber hinfliegen. Viel Spaß. Ich gehe nochmal zur Brücke. Haben wir die nächsten? Na gut, die könnten wir auch nochmal angucken. Planeten erforscht. Hier ist aber nichts. Dass wir die vielleicht nochmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir da waren. Ne, da waren wir nicht. Das ist ja cool. Ich kann mir das jetzt schon angucken. Oder sind wir da nur... Habe ich das vergessen? Vielleicht, weil Kupfer haben wir abgebaut. Ja, wir haben den einen Punkt hier vergessen und nicht gefunden. Das hier. Schwefelerz. Oh, hier gibt es neue Pflanzen. Harvester has returned. Ah, da waren wir auch schon? Null Eisen? Ich lasse den einen Punkt jetzt mal aus. Wir fliegen hier nochmal schnell hin, um diese Planeten dann zu erkunden. Dann verlassen wir wieder die Ecke und gehen mal hier hin. Das unbekannte Sonnensystem. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. War jetzt schon das Schiff wieder da? Es geht ja eigentlich ziemlich schnell. Habt ihr ein Bugproblem gehabt? Was ist los, Gronk? Erzähl mal was. Wie geht's dir? Sektorenscan. Der Captain kann mit einer Sektorenkarte Planeten und Weltraumschrott scannen. Sektoren zeigen ihre Ressourcen, wenn sie gescannt würden oder sie im Rahmen einer planetaren Expedition erforscht werden. Danke, Gronk. Wusste ich noch gar nicht. Guter Mann. Guter Mann. So. Warum wird das jetzt nicht abgeholt hier? Hier, Transportzylone. Könnt ihr mal das Schiff hier... Habe ich das kaputt gemacht? Ich glaube, wieder eine Raffinerie. Alles gut. Warum wird hier mein Schiff nicht mehr entladen? Im Lager haben wir Platz. Und im Depot. Hallo, Roboto.
New materials have been refined. Access granted. Eins, zwei, drei, fünf. Warum wird das hier nicht abgebaut? Was ist denn los? Ich kann das ja nicht selber nehmen. Verstehe das jetzt gerade wirklich nicht. So wenig Energie haben wir auch nicht. Wir haben jetzt genug Energie, weil ich hier alles vollgebombt habe. Lager und so ist alles Platz. Gibt das? Willst du mich verarschen? Da sind Sachen. Hey, Zylone. This is our hangar module. Ja. The hangar is necessary to acquire resources. Hangar, ja. New materials have been refined from planets and shipwrecks. You need to assign pilots to operate a hangar. Please use the hangar terminal for information. Hallo, Zylone. Warum werden die nicht abgebaut? Warum lass doch mal Eisen dabei? Harvester Destination set. Landungsschiff wird entladen. Dauert mir zu lange. Ich muss nicht einfach warten, das kann ja sein. Das will ich jetzt nicht abstreiten, aber es dauert mir zu lange. Wir können doch noch so Zylon bauen. Ach, was ist Eisen? Processing. Einen bauen wir mal. New materials have been refined. Das ist jetzt sein Platz, okay. Gucken, wo er hingeht. Ich bin gespannt. Er geht bestimmt zur Raffinerie. Pass auf, die Raffinerie baut, macht schneller Ressourcen, als wir das Schiff entladen können. Darum werden die Roboter wahrscheinlich dafür benutzt oder so. Pass auf. Wo rennst du denn hin? Warum rennst du zum Depot? Nimmt das jetzt irgendeine Kacke, was wieder bearbeitet werden soll oder was? So, jetzt wird hier raffineriert und du gehst wieder weg oder was? Er holt das nächste. Ich kack ab. Wer entlädt hier meine... Hallo, ihr kleinen Kaktoiden. Ups. Stop that. Es tut mir leid, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Rede mit mir. Wer bist du? Gronkh, tut mir leid. Wollte ich nicht, wirklich nicht. New materials have been refined. Tut mir leid, bist du noch sauer auf mich? Hm? Wer entlädt denn mein Schiff nicht hier, verdammte Kacke? Ich will jetzt hier nicht zwei Eisen wegschmeißen. Nur weil sie das Schiff nicht entladen bekommen. Das ist noch Schwefel, was ich haben will. Fracht zerstören. Das kann doch nicht sein, verdammte Axt. Ich verstehe wirklich gerade nicht, wo das Problem sein soll. Lager auf derselben Ebene bauen. Vielleicht kommen die nicht da hoch. Kann das vielleicht das Problem sein? Ist das... Hm.
baue ich weiter. Ich weiß noch nicht, was ich hier noch baue. Ich mach mal. Ich bin auf der falschen Ebene. Einfach mal so drei. Und dann hau ich da. Na, jetzt bin ich schon wieder eins zu hoch gegangen. Hau ich hier nochmal ein, zwei Lager ran. Achso, was brauchen wir für Lager? Eisen. Das lassen wir mal lieber. Also 5 Eisen hätte ich schon gerne. So. New materials have been refined. Ey, bewegt euch einfach nicht. Ist das irgendwie buggy, ne? Ich zerstöre das jetzt einfach. Ich hätte die Schnauze voll. Ich weiß nicht, was damit passiert. Es ist voll traurig. Los, rein da, ihr macht das jetzt schon. So, wie sieht es hier mit dem Scan-Bereich aus? Haben wir. Ach ne, wir haben nichts mehr, ne? Was wir. Dann gehen wir nochmal auf die Brücke. New materials have been refined. Ein Pfund lassen wir mal. Den Dreier wollten wir nochmal haben, ne? Genau. Schwefelerz kann man mitnehmen, brauchen wir auch. Da ist auch Schwefelerz, das nehmen wir auch mit. Harvester has returned. Das heißt, wir müssen dreimal landen. Landungsschiff ist zurück und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Schiff auch entladen wird. Ach, eigentlich können wir jetzt schon mal ins nächste System fliegen. Da spricht ja nichts entgegen, verdammt. Hyperraum. Sprung, Aktivierung. So, dann gucken wir mal, ob sie es jetzt schon mal entladen bekommen haben. Ich muss durch die Raffinerie. New materials have been refined. Warte mal, ihr langweilt euch ja gerade. Haben wir hier irgendwas? 0, 0, 0, okay. Habt ihr ja Glück. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt nicht entladen wird. Ich habe echt keine Ahnung. Ich werde das Spiel jetzt mal einfach mal beenden. Neu starten. Wir haben 80 Lagerfläche, wir haben noch 48 Depot. Was natürlich sein kann, ist, dass die nicht so weit rumfahren, das weiß ich nicht. Vielleicht fahren die nicht nach da hinten, das habe ich keine Ahnung, ob die da so einen Bereich haben oder so, wo sie nur hinfahren. Ich hätte jetzt auch verstanden, dass das länger dauert, bis die irgendwie was entladen, ne? Aber Lagerfläche ist da. Das sagt ja einem Spiel ja leider ja auch nicht. Wo jetzt das Problem ist irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht reicht es ja auch einfach mal das Spiel auszumachen, neu zu starten. Vielleicht funktioniert ja dann wieder meine Zylon hier. Kann ich hier kaputt schießen? Kackzylone, 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 Kackzylone. Das kostet nur Eisen, wenn ich den kaputt schieße. Na gut, wenn ihr wisst, was mein Problem ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal ein Abo da lassen oder einen Kommentar. Ich freue mich über alles. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, einen schönen Tag. Hau rein. Tschüss.